Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es einen Woolworth Live-Haul geben. Ich war ein kleines bisschen bei Woolworth shoppen und was es geworden ist, zeige ich euch in diesem Video. Und Leute, mein Herz ist mir fast in diesem Laden explodiert. Warum? Werdet ihr auch in diesem Video sehen. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Mal Leute, wie schön das ist für 4 Euro oder diese Eule. So niedlich, kostet auch 4 Euro. Ich guck mal gleich, ob es noch irgendwas anderes gibt. Dann nehme ich Mama hier direkt was mit. Das finde ich auch sehr süß für die Tür. Ja, da unten haben wir so dieses Gras. Das ist doch mal sehr schön. Hier haben wir so einen Igel unten. Nee, die finde ich jetzt nicht so toll. Die kosten 2,50. Hier haben wir dann solche Äpfel. Nee, den Igel finde ich ganz schön, aber ich gehe noch mal rein. Wollte diesem nice Kollegen mal Hallo sagen. Schaut mal, wie der aussieht. So cool. Wir haben hier Halloween-Sachen. Wir haben hier solche Halloween-Söckchen und Kopfgirlande. Keine Ahnung, sieht mega creepy aus. 15 Euro. Hier haben wir dann weiter so Zeugs. Ich weiß nicht, Halloween ist absolut nicht meins. War es noch nie und wird es wahrscheinlich auch niemals sein. So Spinnzeugs und so. Nee, das macht mir mehr Angst. Absolut nicht meins. Die haben ja auch schon Weihnachtssachen, so Weihnachtskugeln und sowas. Wahrscheinlich dürfen wir dieses Jahr nicht mal einen Weihnachtsbaum aufstellen oder überhaupt Weihnachtsdeko, was heißt Deko schon, aber nichts, was man so in die Steckdose anschließen muss. Strom beziehungsweise ist ja Stromverbrauch, ne, haben wir in Deutschland nicht mehr genug von, ne. Egal, zu dem Thema äußere ich mich jetzt nicht. Adventskranz und sowas, Kerzen können wir wahrscheinlich noch anmachen, wird ja erlaubt sein, aber ich denke mal, wenn wir einen Tannenbaum anmachen wollen, machen wir alles über LED. Über diese, ja, wo man halt Batterien reinmachen kann. Obwohl, mache ich schon seit Jahren so. Hier haben wir dann noch mehr Halloween-Zeug. Also hier im Woolworth ist mega, mega, mega viel. Muss ich gestehen. Auch die sind doch süß. Das finde ich niedlich. Und dann haben wir hier noch Becher und sowas. Und die sehen eigentlich auch ganz lustig aus. His eyes are killing me, and he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. I'm thinking about him all the time. I can get him off. Say yeah, 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 yeah. You know I want him na 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 na. My heart is saying yeah, 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 yeah. Hier schaut mal Leute, perfekt dieses ganze LED-Zeug. Das kann man dann auch perfekt für den Tannenbaum und sowas benutzen. Hier zum Beispiel in Blau sowas, ne? Eine Alternative, falls man doch Weihnachten möchte, weil ich denke mal, dass sehr viel, wie gesagt, dieses Jahr ausfallen wird. Aber ich habe schon die letzten Jahre so damit Strom gespart, indem ich einfach LED-Zeugs auf Batterie geholt habe. Ja. Ich bin jetzt hier in dieser ganzen, ja, Küchenzeugabteilung, Zubehörabteilung, wie auch immer. Ich habe jetzt die nochmal hier entdeckt. Die habe ich auch bei Teddy gekauft gehabt. Oder hier diese großen. Leider waren die schneller weg, als ich gucken konnte. Meine Mama hat die dann benutzt, hat die an jegliche Sachen dran gemacht, wo sie es halt braucht. Und jetzt haben wir einfach gar keine mehr. Nicht mal für mich war eine übrig. Naja, jetzt hole ich mir noch mehr. Die sind nämlich ziemlich, ziemlich praktisch. Hier gibt es solche großen, solche und solche. Ich glaube, aber die sind so ein bisschen zu klein. Sehen aus wie so, wie nennt man das, Wäscheklammern. Ich glaube, die sind besser, oder? Da war gerade jetzt eine andere Kundin, weswegen ich halt nicht filmen konnte. Ich nehme jetzt aber, ach, scheiß drauf, Leute, ich nehme nochmal 2 Packungen mit. Kann man halt immer gebrauchen. Zur Not benutzt man das als Wäscheklammern. Ich nehme aber 2 mit, bevor ich wieder keine habe. Und die sehen auch ganz lustig aus, die sind rund. So eine nehme ich jetzt hier auch nochmal mit. Und zwar, das ist so eine Reibe. Gibt es noch in Schwarz, aber ich nehme das in Grau mit. Viel, 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 viel schöner aus. Ja, genau, kostet 3,50 Euro, nehme ich mit. Die von meiner Mom sieht schon nicht mehr so schön aus. Wir haben jetzt hier diese ganzen Einmachgläser und so weiter und so fort. Und ich brauchte halt irgendwas für Zucker. Ich habe das Gläschen meiner Mom kaputt gemacht. Hier gibt es zwar noch andere
das und sowas, aber das, ich keine Ahnung, gefällt mir einfach nicht. Dieses Plastik kann abbrechen, dann ist auch Ciao Kakao. Okay, das kann runterfallen und 20.000 Teile zerbrechen, wie das davor von meiner Mom. Aber ich denke mal, das ist ganz cool. Hier kann man halt auch diesen Löffel hinten reinmachen und finde ich eigentlich ganz praktisch. 2,50 kann man nicht meckern und ja, Hauptsache meine Mom kann irgendwo den Zucker reinpacken. Kleiderbügel nehme ich jetzt auch mit. Ich wollte jetzt erstmal die nehmen. Habe ich gesehen, hey, irgendwie sehen die ein bisschen komisch aus. Die sind matt und kosten 2,50 Euro. Die, die ich sonst immer geholt habe, haben mal 2 Euro gekostet. Und das sind halt die hier oben, die ich immer habe. Ja, ist halt ein kleiner Unterschied. 2 Euro nehme ich 2 Packungen mit. Schaut mal, wie süß diese ganzen Geburtstagssachen. So niedlich. Mit Herzchen drauf und mit Punkten. Hier haben wir sogar was drauf stehen. Ich glaube, da steht Happy Birthday, falls ich mich nicht irre, oder da nochmal Happy Birthday. Aber was ich mega cool finde, sind einmal diese riesengroßen Kerzen hier. Ach, schaut mal, wie niedlich sind denn diese Hausschuhe hier. Kosten 5 Euro. So süß. Ey, Leute, gäbe es die meiner Größe, ich würde die mitnehmen. Niedlich. Okay, krass. Einigermaßen aufgeräumt. Also, hier wurde mal sauber gemacht. Richtig, richtig krass. Hier ein bisschen durcheinander, aber es können auch Kunden sein. Finde ich cool. Nagellack wurde auch so ein bisschen sortiert. P2-Nagellacke. Immer noch sehr gute Nagellacke. Hier haben wir dann, ich glaube, Lip Liner und sowas in vielen verschiedenen Tönen. Da haben wir Lipgloss, da haben wir nochmal Nagellack. Hier haben wir Mascara, glaube ich. Genau, hier haben wir Eyeliner, hier haben wir nochmal Lippenstift. Hier haben wir Foundation, Puder und halt, genau, hier dieses Make-up-Eye, Pinsel und so weiter und so fort. Da Buffer Euro. Kriegt man sogar noch günstiger. Ich rede jetzt gerade wegen dem Turn It Up Adventskalender, weil da ja ein Buffer drin war. Und hier haben wir dann so ein Zeug. Und diese Presser Nails. Genau, mehr gibt es hier dann auch nichts. Für mich nehme ich jetzt noch 2 Boxen mit. Und jetzt kann ich mich nicht zwischen dem und dem entscheiden. Das kommt zwar nicht in der Kamera so rüber, aber das ist Anthrazit und nicht schwarz. Ja, das Helle, sowohl das Dunkle gefällt mir mega gut. Aber ich nehme tatsächlich, glaube ich, das Helle mit, weil auf dem Dunklen sieht man halt zu schnell alles. Ich wollte nämlich eine Box halt für meine Kommode ja, mitnehmen, damit ich da Sachen reintun kann und sowas. Also sowas ähnliches wie hier so. Bloß sind die dann ein bisschen größer und das würde dann perfekt reinpassen. Genau 3 Euro. Oder soll ich 2 mitnehmen dann direkt? Nee, dann nehme ich, ich nehme einfach 2 mit. Ich weiß zwar nicht, ob ich für 2 Platz habe, aber zur Not kann ich das einfach in mein viereckiges Regal reinstellen. Ich habe ja auch so ein viereckiges Regal von Poco, sogar 2 Stück. Da finde ich schon Platz für. Ja, dann kommen 2 mit. Die haben hier so richtig schöne Körbe für Hunde oder für Katzen. Ist ja vollkommen egal, kann sich ein Hund reinlegen, eine Katze. Oder hier dieses Hundebett, Katzenbett, wie auch immer. So schön weich. Finde ich mega. Oder hier für ganz große Hunde. Genau. Hier haben wir dann nochmal so Katzenspielzeug und sowas. Leinen. Da. Die sind nicht so gut. Ich hatte mal so eine, die ist mir so schnell kaputt gegangen. Ich bin eher Fan von dem Prinzip hier. Das ist sowas ähnliches, aber nee. Ich habe aber eine von, die fing mit F an, Flexi oder so. Keine Ahnung. I don't know. Die fand ich ganz gut. Genau, dann haben wir hier Geschirr und Hundetaschen hier. Was ich ganz cool finde, ist zum Beispiel sowas hier. Heimtierschermaschine hat meine Mom auch zu Hause gehabt. Hat auch immer Bugs die Haare selbst abgeschnitten. Genau. Und hier ein bisschen Spielzeug. Ich habe diesen Hocker jetzt hier entdeckt. Ich habe nur keine Ahnung, was da kostet. Meine Mom braucht nämlich ganz dringend einen. Da jetzt die Waschmaschine oben ist und die der Trockner ist unten. Der Trockner ist unten und die Waschmaschine ist halt auf dem Trockner gestapelt. So, oben halt drauf. What the fuck? Habt ihr das gerade gehört? Es hat gerade so heftig gedonnert. Alle haben sich hier erschrocken. Okay, Leute, ich muss sogar kurz darauf klarkommen. Mein Herz ist runtergefallen. Ehrlich, mein Herz ist runtergefallen. Auf jeden Fall nehme ich den halt für meine Mom jetzt mit. Keine Ahnung, was er kostet. Ich bin gerade ein bisschen weg vom Fenster. Ich habe gerade ehrlich gedacht, hier ist irgendwas auf das Dach geflogen. Ich finde das hier ganz cool. Und zwar ist das so eine Küchenplatte. Ist, glaube ich, auch nur eine drin, leider. Ich nehme dann 2 mit. Gegen Winter backe ich immer sehr viel. Nee, nicht 3. Ich will nur 2 haben. Einmal die with love. Richtig cool. Man kann zwar auch das hier benutzen, aber das finde ich so ein bisschen schöner. Und
Jetzt habe ich so eine Cupcake-Transportbox gefunden. Ich wollte immer irgendwie sowas Ähnliches haben, damit ich nicht immer meine Box mitnehmen muss, beziehungsweise meine Kuchenbox oder sowas. Da packe ich das sonst immer rein. Und dann behält derjenige die und ich kriege die nie wieder zurück. Ich glaube, einige kennen diesen Struggle, oder? Ich habe zum Beispiel schon bestimmt 3 oder 4 Stück einfach irgendwo gelassen und nie wieder zurückbekommen. Hasse ich sowas. So, jetzt sind hier mit je 6 Stück, das ist eine Box, oder? Eine Box, 2 Euro. Ich nehme, glaube ich, 3 mit. 3, oder ist das zu viel? Nee, falls es die dann nicht mehr gibt, ich nehme 3 mit. Da, Leute, sieht absolut geil aus, nämlich überhaupt nicht. Scheiße, mein Auto ist ziemlich weit weg, deswegen Regenschirm für 5,99 Euro muss mit. Meine Schnutis, ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch Schnutis da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Einen schönen Sonntag euch. Tschüss, ihr Lieben.